Meisterhafte Kunst trifft auf neueste Technik. Was zunächst wie eine normale Ausstellung wirkt, entpuppt sich schnell als ein Multimedia-Spektakel. Van Goghs bekannte Werke, wie zum Beispiel der Mandelbaum in Blüte und die Sternennacht, erscheinen nacheinander und erwachen zum Leben. Eine völlig neue Art des Kunsterlebens wollen die Veranstalter schaffen mit der Ausstellung Van Gogh – The Immersive Experience. Der Begriff Immersive steht dafür, mit dem Kunstwerk verschmelzen, in das Kunstwerk eintauchen und mit dem Kunstwerk eins werden. Man kann natürlich einfach durch diese vielfache Vergrößerung die Pinselstriche und auch die Inhalte und die Aussage der einzelnen Werke Van Goghs so besser begreifen und besser aufsaugen. Die Veranstalter rechnen mit 60.000 Besuchern in den nächsten 130 Tagen. Für die Bremer Wirtschaftsförderung steht fest, gerade nach der langen Corona-Pause sind solche Veranstaltungen für alle wichtig. Wir können uns nichts Schöneres vorstellen, also erstmal für die Menschen, die es erleben dürfen, aber natürlich auch aus beruflicher Perspektive für diese Destination Bremen, dass wir hier Menschen herbekommen, die hier vielleicht noch nicht vorher waren. Eine Fläche von 2000 Quadratmetern, 35 Videobeamer und jede Menge aufwendige Technik machen das Spektakel möglich. Der 35 Minuten dauernde 360-Grad-Film nimmt die Besucher mit auf eine Zeitreise durch die Lebensgeschichte Van Goghs. Van Goghs Bilder darzustellen, die Farbenpracht, die Van Gogh hat, und das mit dieser sehr emotionalen Musik. Boah, Gänsehaut, hat mir extremst gut gefallen. Ich hatte so den Eindruck, dass hier ja eigentlich recht schwere Kost unterhaltsam vermittelt wird. Zudem erfahren Besucher spannende Details aus dem Leben Van Goghs. Seine Zeit im Kloster, geheimnisvolle Briefe des Niederländers an seinen Bruder. Wie man hier um mich herum und hinter mir sieht, kann man auch die Bilder und die Werke von Van Gogh auf herkömmliche Art und Weise in Bilderrahmen bestaunen und natürlich auch was über den Künstler erfahren. Wir wollen ja natürlich auch Wissen vermitteln und die Menschen natürlich an die Kunst Van Goghs heranführen und dass die Menschen natürlich auch ein bisschen Wissen mit nach Hause nehmen. Die Ausstellung wandert seit 2017 um die Welt und bleibt noch bis zum 27. Februar kommenden Jahres in Bremen.